Ich melde mich heute mit einem recht unschuldigen Thema. Raumfahrt ist leider nicht immer Halligalli. Ich möchte mich heute mit euch damit beschäftigen, was Blue Origin so in der ganzen HLS-Sache aufgeführt hat. HLS steht für Human Landing System. Das bedeutet zu Deutsch so viel wie ein Landesystem für Menschen auf dem Mond. Ich sage euch, das ist eine richtige Sauerei, was da gerade los ist. Also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss, denn Blue Origin macht sich hier ein wenig zur Lachnummer in der ganzen Szene und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Space mit diesem Video. Das hier soll kein Hate-Video werden. Ich bin zwar großer SpaceX-Fan und dadurch vielleicht etwas voreingenommen, aber ich sage euch einfach, was ich herausgefunden habe und ihr könnt euch dann am Ende eure eigene Meinung bilden. Wie wir wissen, hat die NASA einen Preis ausgeschrieben, von dem wir nicht genau wissen, wie hoch der war. Das Ziel war es, ein System zu entwickeln, welches Menschen sicher auf der Mondoberfläche landen soll. Zu diesem Thema habe ich schon ein Video gemacht, Link dazu findest du hier in der Infobox. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier eine kurze Zusammenfassung. Für diesen Vertrag hatten sich drei Systeme beworben. In der ersten Phase dieser Ausschreibung hatte Blue Origin mit dem National Team 597 Millionen US-Dollar erhalten, um mit der Entwicklung zu beginnen. Wer das National Team genau ist, dazu komme ich noch gleich. Der zweite Bewerber war Dynetics. Die haben in eben dieser Phase 253 Millionen US-Dollar erhalten und SpaceX hatte nur 135 Millionen US-Dollar bekommen, um das HLS-Konzept zu entwickeln. Boeing hatte sich auch beworben und wurde von der NASA aber nicht zugelassen, da sie einfach das Space Launch System ausbauen wollten. Und wir wissen alle, wie die Entwicklung des SLS gelaufen ist. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass Raumfahrt kein Untergrund, sondern ein breitentaugliches Thema ist. Abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst und wenn dir gefällt, was ich mache und du mal hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Das hilft mir, mehr Content für euch zu produzieren. Du kannst mir auch gerne auf Twitter und Instagram folgen, da poste ich beinahe jeden Tag kleine Infos zum Thema Raumfahrt. Zurück zum Geschehen. Hier stellt sich schon mal die Frage, warum diese Gelder bereits da schon so ungerecht verteilt sind. Das liegt schlicht daran, dass die Firmen eine Art Kostenvoranschlag abgegeben hatten. Wir sehen hier schon, dass SpaceX mit viel weniger Geld aus öffentlicher Hand auskommt. Und SpaceX scheffelt aber nicht seit Jahrzehnten Milliarden, so wie das National Team. Das National Team besteht im Wesentlichen aus vier großen Playern. Angeführt von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, haben sich Lockheed Martin, Northrop Grumman und Draper daran gesetzt, gemeinsam ein System zu entwickeln. Damit ihr meinen Ärger versteht. Bereits in der Vorphase der Ausschreibung zeichnet sich ab, dass das National Team am meisten Geld benötigt. Sie sind auch nicht gewillt, auf eigene Kosten zu entwickeln. Und das, obwohl Jeff Bezos nicht unbedingt dafür bekannt ist, pleite zu sein. Er und Elon sind die zwei reichsten Menschen auf diesem Planeten. Und Jeff hat viel mehr tatsächliches Bargeld, da Amazon viel davon generiert. Hingegen Elons Reichtum ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Tesla-Aktie massiv gestiegen ist. Zurück zum National Team. Ihr vorgeschlagenes System besteht aus drei Elementen. Das Landeelement hätte Blue Origin gebaut. Lockheed Martin wäre für das zweite Element zuständig gewesen, welches die Astronautinnen von der Mondoberfläche zurück ins All gebracht hätte. Lockheed Martin, müsst ihr wissen, hat seit Jahrzehnten zahlreiche Verträge mit der US-Regierung, dem Pentagon und der NASA. Genau wie Northrop Grumman. Diese wären für das Transferelement, welches auf einer bereits bestehenden, im Betrieb befindlichen Cygnus-Moduls basiert. Also hier wird nichts Neues entwickelt. Draper hätte die Software und die Flugsteuerung entwickelt. Ihr seht schon, es sind vier Unternehmen an einem Projekt beschäftigt. Allein diese Tatsache erhöht die Kosten. Abgesehen davon, dass in meinen Augen das System unpraktisch und kompliziert aufgebaut ist. Außerdem sieht Nachhaltigkeit anders aus. Denn nach jeder Mission würde das Landemodul zurückgelassen werden. Absurderweise haben sie nichts
aus den vergangenen Jahren mit SpaceX im Geschäft gelernt. Es kommt heutzutage nicht mehr gut an, wenn man bei jeder Mission Equipment und Hardware wegwerfen muss. Allein aus ökologischer Sicht die Vollkatastrophe. Wenn wir uns die Bewertung der NASA für alle drei Systeme anschauen, sehen wir, dass SpaceX die beste Bewertung hat. Obendrein bietet SpaceX dieses überlegene System zu einem Spottpreis an. Nicht weil es so billig ist, sondern weil SpaceX etwas daran liegt, Raumfahrt zu betreiben und nicht einfach nur Geld zu drucken. SpaceX hatte bei dem Kostenvoranschlag darauf geachtet, wie hoch das Budget für das HLS ist. Ihr ursprünglicher Preis lag weit über den veranschlagten 2,9 Milliarden US-Dollar. Nachdem die NASA gesagt hatte, das können wir uns nicht leisten, ist SpaceX mit dem Preis runtergegangen. Laut dem Bericht der zuständigen Stelle der NASA verlangt SpaceX nun 2,9 Milliarden US-Dollar. Weiters geht aus dem Dokument hervor, dass das National Team signifikant teurer ist. Und Draper ist überhaupt noch viel teurer. Wie viel teurer sie genau sind, steht da leider nicht. Wir können uns aber herleiten, was für eine absurde Menge an Geld sie haben wollen. Dazu kommen wir aber noch einmal gleich. Sobald Mitte April 2021 der Preis an SpaceX ging, hat Blue Origin geklagt. Normalerweise führt eine derartige Klage, berechtigt oder nicht, dazu, dass vorerst alles eingestellt wird, dass keine Gelder fließen und die Entwicklung nicht vorankommt. SpaceX lässt sich davon aber nicht beeindrucken und forscht einfach auf eigene Kosten weiter an dem HLS. Nun hat die US-Senatorin Cantwell aus Washington einen Antrag eingebracht, welches weitere 10 Milliarden US-Dollar locker machen soll. Zufälligerweise ist Washington genau der US-Bundesstaat, der Amazons und Blue Origins Hauptquartiere beherbergt. Ganz zufällig. Damit ihr es in Relation setzen könnt. Das wäre eine Erhöhung des NASA-Budgets um 10% für das Jahr 2022. In diesem Antrag ist auch ausgeführt, dass der Deal mit SpaceX nicht angerührt werden darf. Das heißt, dass SpaceX keine Chance auf mehr Geld hat, obwohl sie wesentlich mehr reinstecken als die knapp 3 Milliarden, die sie erhalten. Andererseits ist es auch gut, da sie den Auftrag zumindest nicht verlieren können. Bernie Sanders ist komplett ausgerastet. Er schreibt am 26. März eine Reihe an Tweets und regt sich darüber auf, dass Bezos seine Mitarbeiter ausbeutet und ungerechte Zustände in seinen Unternehmen herrschen. Am 26. Mai tweetet Bernie dann wieder, Jeff Bezos ist der reichste Kerl auf diesem Planeten. Sein Reichtum ist während der Covid-Pandemie um 86 Milliarden US-Dollar gewachsen. Brauchte er wirklich 10 Milliarden US-Dollar vom Kongress für Raumfahrt? Zur Relation, 86 Milliarden sind 86.000 Millionen. Und noch einmal, ich schätze diese Gier nicht. Elon hat auch einen Haufen Geld, aber er will die Raumfahrt weiterbringen. Er möchte Raumfahrt betreiben, die Technologie und die Forschung voranbringen. Im Gegenteil zu Blue Origin, Northrop Grumman und Lockheed Martin. Die sind wegen des Geldes im Business. Warum kann Jeff Bezos nicht etwas zuschießen? Elon Musk entwickelt das HLS ja auch auf eigene Kosten größtenteils. Diese ganze Geschichte ist eine unglaubliche Sauerei und sorgt im Moment für viel Diskussion. Die Argumentation von Blue Origin ist, dass SpaceX unbedingt Wettbewerb braucht. Ich bin auch ein Fan von Wettbewerb, aber nicht so. Wettbewerb ist für gewöhnlich gut für den Konsumenten und für die Qualität. SpaceX hat sich in einer fairen Ausschreibung gegen alle Mitbewerber durchgesetzt. Dynetics hatte auch ein passables Konzept. Aber sie arbeiten mit 25 anderen Unternehmen, hatten Probleme mit dem Gewicht und der Nutzlastkapazität ihres Landesystems und waren obendrein noch die teuersten von allen. Ach ja, und sie haben auch geklagt. Aber das ist in meinen Augen nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich bin kein Fan von schlechten Verlierern. Ihr System war insgesamt einfacher gestrickt als Blue Origins Konzept, aber einfach nicht wettbewerbsfähig. Sollten sie ihre Gewichtsprobleme in den Griff bekommen, würde ich mir eher Dynetics als das National Team auf dem zweiten Platz dieser Ausschreibung wünschen. SpaceX's Starship HLS ist eine Stufe, die alles beinhaltet. Abstieg, Aufstieg, Lebenserhaltungssysteme und all das ist wiederverwendbar und günstiger als jeder Mitbewerber. Laut dem Antrag der Senatorin Cantwell soll der Kongress die NASA dazu zwingen, einen zweiten Gewinner auszuwählen. Dazu müsste der Kongress aber auch gleichzeitig 10 Milliarden US-Dollar locker machen und der NASA zuweisen. Ich sehe nicht, dass das passieren wird. Als ob das Chaos hier nicht schon perfekt wäre, kommt ein weiteres Versagen von Blue Origin als Sahnehäubchen obendrauf. Und jetzt solltet ihr euch bitte alle hinsetzen, denn das ist wirklich, wirklich hart.
Wie wir wissen, laufen United Launch Alliances oder kurz ULAs Raketen im wesentlichen Teil mit russischen Triebwerken. Das ist an sich schon sehr absurd. Jetzt haben ULA und die US-Regierung erkannt, dass das nicht so toll ist und hatten Blue Origin damit beauftragt, die neuen Triebwerke für das neue ULA-System, nämlich der Vulcan Centaur, zu liefern. Blue Origin war anfangs sehr selbstbewusst und behauptete, dass die Triebwerke bereit seien. Jedoch hat sich herausgestellt, dass Blue Origin noch nicht ein einziges Triebwerk liefern konnte, da diese noch nicht flugzertifiziert sind. Das mag vielleicht auf den ersten Blick nur halb so dramatisch klingen. Dann wird halt eine Rakete mit Verspätung gebaut. Wäre nicht das erste Mal. Aber was das für Implikationen hat, ist meiner Meinung nach einer mittelgroßen Katastrophe gleichzustellen. Und hier ist warum. Das US-Militär wird es in Zukunft nicht mehr zulassen, dass ihre Missionen mit russischer Hardware ausgeführt werden. Nicht zuletzt ist das auch ein Grund für die Entwicklung der Vulcan Centaur. Wenn diese aufgrund der nicht gelieferten Triebwerke nicht bald einsatzfähig ist, dann verliert ULA das US-Militär als Kunde. Und wir wissen, dass ULA von den militärischen Missionen lebt. Und daran wäre dann einzig Blue Origin schuld. Das kann aber nur gut für SpaceX sein. Sie sind bereit, um alle Missionen für ULA zu supplieren. Außerdem geht noch das Gerücht herum, dass Blue Origin für ihre New Glenn Rakete von Aluminiumkupfer 6061 auf Edelstahl 304 umsteigt. Ich halte das für eine gute Entscheidung, nur wurde meiner Meinung nach diese Entscheidung viel zu spät in der Entwicklung getroffen. Wenn dieses Gerücht wirklich stimmt, dann verspätet sich New Glenn um 2 bis 4 Jahre. In der Szene wird schon gescherzt, dass die Raptor-Triebwerke von SpaceX nicht mehr mit Methan und Sauerstoff, sondern mit Blue Origin drinnen laufen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick aus meiner Perspektive geben. Bitte bildet euch eure eigene Meinung. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob du denkst, dass ich zu hart mit Blue Origin ins Gericht gehe. Ich möchte gerne an dieser Stelle meinen neuesten Patrons danken. Danke Sabine, Frank und Steffen für eure Mitgliedschaft auf Patreon und eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Auch vielen Dank an Patrick für das Korrekturlesen dieses Skripts. So, meine Lieben, das war's an dieser Stelle von mir. Ich sage danke fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.